Techniker gesucht, natürlich männlich, weiblich, divers. Wir sind bei Nico Ockenfels. Du hast einen großen Fahrradladen mit 3 Verkaufsstellen im Internet und 2 stationäre Verkaufsstellen. Du suchst einen Techniker für St. Wendel. Ja, richtig, genau. Wir wollen das Team erweitern. Wir wachsen von Jahr zu Jahr und wir brauchen einen weiteren Techniker, also Mechaniker, für das Thema Neuradmontage, Reparaturen, natürlich halt auch Serviceabwicklung etc. mit unseren Marken. Das gehört mittlerweile heute eigentlich mit dort dazu. Aber der Schwerpunkt liegt ganz klar immer noch auf der Technik. Es gibt viele. Dadurch, dass es so intensiv geworden ist, auch mit der Bürokratie, haben wir jemanden, der das abwickelt. Also du kannst dich wirklich voll konzentrieren bei uns auf das Thema Werkstatt und auf die Aufgaben dort. Was zu tun? Fahrräder auspacken, montieren? Ja, Neuradmontage ist ja mal das eine, was für uns wichtig ist. Zum anderen aber auch die Reparatur von bis. Ganz klar entscheidend für uns ist, wir reparieren nur Markenprodukte. Also derjenige oder diejenige muss nicht an irgendwelchen Schrotträdern arbeiten und sich die Nerven daran verlieren, dass es technisch nicht funktioniert. Da machen wir den ganz klaren Unterschied und von daher bieten wir eine moderne Werkstatt mit neuestem Werkzeug. Wir rüsten jedes Jahr die Neuheiten auf, Verschleißteile natürlich halt auch ausgetauscht und das ist für mich eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil wir ja auch sehr, sehr hochpreisig durchweg halt auch verkaufen. Muss ich sonntags arbeiten? Nein. Samstags? Samstags durchaus. Wie oft? Das ist dann dementsprechend halt ein Job von montags bis samstags, aber mit einem Ausgleich einen halben bzw. einen ganzen Tag. Wir unterscheiden da immer in Sommer- und Winterzeit. Okay. Im Winter kann ich da mal Urlaub machen? Im Winter kannst du Urlaub machen, ja. Im Sommer? Kannst du auch Urlaub machen. Okay, das geht. Also einreichen, wenn ich Kinder habe, wann fange ich denn morgens an zu arbeiten? In der Sommerzeit ist das um 8:30 und in der Winterzeit um 9:00. Bin ich abends pünktlich zu Hause? Ja, die Werkstatt schafft das eigentlich in der Regel immer, weil sie es viel besser dosieren kann. Man ist ja viel weniger mit dem Kunden dann auch im Kontakt. Klar, wir haben Dialogannahmen, wo das Rad natürlich angeschaut wird. Hier macht das aber mit der Verkauf hauptsächlich halt auch mit. Und das ist für uns einfach halt auch ein wichtiger Punkt, dass die Mechaniker reparieren, Neuradaufbau machen und nicht zwischen Montageständer und Büroplatz und Verkaufstheke da hin und her eiern. Also wir separieren das sehr, sehr genau, weil wenn du zu viele Sachen oder Arbeitsbereiche hast, dann geht leider viel verloren und wird auch viel falsch gemacht. So, jetzt ist das hier der Laden St. Wendel. Wie wahrscheinlich ist denn das, dass ich immer wieder mal eingesetzt werde in Riegelsberg? Kommt eigentlich gar nicht vor. Also mein Chefmechaniker ist jetzt 5 Jahre hier, der ist seit Anfang an mit dort dabei. Also nur im Notfall. Der war, glaube ich, einmal dort zum Schauen oder so. Wenn da aber Interesse besteht, wir haben das auch schon im Team besprochen, mal einen Austausch zu machen, kann man das gerne mal machen. Aber im Endeffekt ist der Hauptsitz einfach hier. Du weißt, warum ich frage. Also wenn jemand zum Beispiel, was weiß ich, der arbeitet jetzt in Kaiserslautern oder in Trier oder keine Ahnung, will zurück ins Saarland, hat aber keinen Bock mehr, morgen zu erfahren, dass er irgendwo anders arbeitet, weil er vielleicht hier wohnt. Bekomme ich ein Gehalt? Bekommst du auch, ja. Pünktlich? Immer pünktlich, sogar überpünktlich. So, ihr seid wie viele Leute? Insgesamt mit beiden Standorten sind wir knapp 30 Leute. Hier am Standort selber sind wir knapp 10. Und Du bist ein recht cholerischer Typ, muss man sagen. Du kommst immer schreiend ins Unternehmen rein, brüllst Leute grundlos zusammen. Das ist ja der Grund, warum du 30 Mitarbeiter hast, die schon sehr lange dabei sind. Das Thema Mitarbeiterführung, bin ich direkt dir unterstellt oder gibt es noch jemand, der zur Geschäftsführung puffert? Es gibt noch jemanden, der puffert. Und vom Grundprinzip her bin ich überhaupt nicht cholerisch. Aber ich mag deinen Sarkasmus. Nein, aber es gibt ja den einen oder anderen, der, was weiß ich, irgendwie schlecht geschlafen hat. Kann auch eine Frau sein, diesmal übrigens, die dann einfach irgendwelche Leute faltet. Du kommst selbst aus dem Handel, kennst dich aus mit Fahrrädern, liebst Fahrräder, kannst auch selber schrauben. Das heißt also, du kommst da nicht rein, hast von Tuten und Blasen keine Ahnung. Dir ist eben aufgefallen zum Beispiel, dass ein Zug irgendwie falsch verlegt wurde. An welchem Fahrrad war das? Das war in dem Patron, was wir gedreht haben. Das ist dir aufgefallen im Video. Ich habe schon gemerkt, beim Drehbeginn, das hat dir gar nicht... Das war mir einfach nicht gut genug, weil das Rad kostet knapp 6.000 Euro und da muss man halt nochmal nacharbeiten oder die Werkstatt muss dort nacharbeiten. Das ist ja auch legitim. Wir wollen ja, dass die Produkte vernünftig hier rausgehen und wenn das einem auffällt, dann ist das gut. Für mich ist es aber wichtig, für denjenigen, der mit dazukommt, selbstständiges Arbeiten. Ich muss nicht jeden Morgen ihm erklären, was er zu tun oder zu lassen hat. Das hilft auch nicht, weil im Endeffekt sind die Aufgaben klar.
mir so gesehen ist, sage ich mal, Zwischeninstanz der Filialleiter hier dazwischen gestellt, weil er ist permanent eigentlich da und kann auch immer angesprochen werden. Das ist der hier Vorname? Das ist der Marvin. Okay. Und er ist so gesehen das Bindeglied zwischen mir und dem gesamten Team, weil es geht mittlerweile auch nicht anders. Ich kann nicht bei 30 Mitarbeitern tagtäglich jeden da. Du bist auch nicht immer hier. Du bist auch schon mal. Ich bin auch nicht immer hier, in der Regel schon, aber alles, was Tagessachen angeht, was schnell entschieden werden muss, wo man sich nicht sicher ist, läuft über den Filialleiter. Und das ist auch im Endeffekt in der Vergangenheit immer sehr, sehr gut so gelaufen. Komm, wir gucken uns mal ganz kurz die Filiale an, zumindest mal von hier oben. Wir können da runter gucken. Das ist hier die Bonzen-Etage. Das heißt, hier sind die Chefs. Nee, bei euch ist es so, ihr habt schon Kommunikation auf Augenhöhe, das ist ganz wichtig. Das heißt, also ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt jeden Tag irgendwie gezwungen werdet, zusammen irgendwie Flipper zu spielen oder einen Kasten Bier zu trinken. Das gar nicht, sondern es geht darum, dass der eine sich dem anderen schon ganz klar sagen kann, hier, das läuft nicht gut, das müssen wir ändern. Das ist ein, glaube ich, ganz wichtiges Thema. Du bist noch sehr jung. Wie alt bist du? 43. Wie lange bist du schon selbstständig? Selbstständig bin ich jetzt seit 11 Jahren und vorher aber immer schon in der Fahrradbranche tätig gewesen. Und für mich ist es seit Anfang an ganz entscheidend, wie ist natürlich der Umgang mit den Mitarbeitern. Es ist für mich ein großer Vorteil, dass ich nicht von Anfang an selbstständig war. Das heißt, ich kenne auch die Seite des Arbeitnehmers und nicht nur des Arbeitgebers. Für mich ist es wichtig, dass sich jeder natürlich im Team wohlfühlt, dass eine gewisse Dynamik halt auch drin ist. Ich sage auch, es muss auch mal knallen. Also so ein Gewitter reinigt auch immer mal die Luft, wenn das alles auf einer sachlichen Ebene halt. Das heißt, der darf auch mal seine Meinung sagen, wenn da irgendwas ihm gar nicht gefällt. Nur so kann es ja funktionieren, weil wenn ich nur reinfresse und runterschlucke, dann wird es nicht besser, dann macht der Job keinen Spaß mehr und dann funktioniert es einfach nicht mehr. Du gehst hin und kündigst anschließend selber oder wer überreicht dann die Kündigung? Das ist noch immer Hauptaufgabe von mir, wenn es nicht passen sollte. Zum Glück habe ich das eigentlich seltenst, dass ich jemanden kündigen muss. Ganz im Gegenteil, wir sind über die letzten 10 Jahre extrem gewachsen. Das ist auch schön so, aber die Ansprüche werden halt auch andere. Das heißt, Thema Personalseite, dirigierst du 2, dirigierst du 30, ist ein erheblicher Unterschied. Und das geht nur mit einer flachen, aber dennoch einer gewissen Hierarchie, sprich der Filialleitung, die dem gegenübersteht. Ansonsten, wie gesagt, handhaben wir es hier eigentlich so, dass wir wöchentliche Team-Meetings machen, wo jeder auch nochmal in die Gruppe reinsprechen kann, das und das funktioniert nicht oder das gefällt mir nicht, das könnte man besser machen, das war gut, das war schlecht. Und im Endeffekt natürlich halt auch der ganz klare Punkt, dass jedes Jahr einmal mit mir ein Entwicklungsgespräch halt auch geführt wird. Wie geht es dem einzelnen Mitarbeiter? Was findet er gut? Was findet er schlecht? Wo können wir ihn stärken? Wo hat er seine Schwächen? Also wir gehen das Thema halt auch wirklich offen an. Mhm. Zuletzt habe ich einen Beitrag gesehen, dass die sagen, wenn man nicht mehr Geld verlangt, dann kriegt man auch nicht mehr. Das ist der, aber ich sag mal, die Leute sind ja heute informiert. Es ist ja nicht mehr so, dass du eine Stellenanzeige machst, 500 bewerben sich, sondern der Arbeitnehmer selber hat ja nicht nur Rechte, sondern er hat auch Gewicht und viel mehr Gewicht wie noch vor 10 Jahren. Denn gute Leute, du suchst ganz gezielt selbstständige Mitarbeiter, die also jetzt nicht, wo einer daneben stehen muss und jetzt musst du das wieder machen, sondern die wirklich Arbeit auch sehen. Denn es kann auch mal sein, in seltenen Fällen, dass die Mitarbeiter auch mal eingesetzt werden. Also was weiß ich, man sieht die Arbeit, die da ist, da wird was gemacht. Er muss vielleicht auch mal helfen draußen, mal ein Fahrrad zeigen und so weiter. Aber wichtig ist das selbstständige Arbeiten. Das war dir, glaube ich, ganz wichtig. Also, dass man Leute hat, die, wo du ein Ziel vorgibst und die finden das Ziel. Genau. Also, dass man natürlich eine Einarbeitungszeit hat etc., das steht ja außer Frage. Aber nachher selbstständige Entscheidungen treffen, halt auch mit dem Kunden zusammen überlegen, was ist das Passende, was passt nicht, was muss erneuert werden an der Reparatur, was nicht. Das muss nicht immer über mich oder über einen Filialleiter oder sonst was laufen. Also, ich habe Kundenkontakt als Techniker. Ja, durchaus. Ne? Weil, wenn ich ein Rad repariere und der Kunde hat eine technische Frage, was jetzt da oder warum es gewechselt wurde, ist es ja der Mechaniker, der die Handhabe dazu hat oder besser gesagt das Wissen dazu hat, warum es ausgetauscht wurde und warum es halt auch nötig war. Und das glaubt man dem Techniker halt auch immer eher wie einem Vertriebler, ne? Weil deswegen sind jetzt auch die Techniker Vertriebler bei dir. Nee, aber ich habe Kundenkontakt, ihr habt eine offene Werkstatt, Open Shop, die Leute können reingucken. Ich sollte auch nett sein zu Kunden. Also das sind ja, das ist unser Kapital, du bist der Kunde bei mir, ich bei dir, was weiß ich. Also das gehört, glaube ich, auch mit dazu, dass man die Etikette
Leute, die Formen, das sind alles nette Leute. Ihr seid in der Freizeitbranche. Man kommt ja nicht hier zwangsgebunden her, weil ich irgendwie ein Kilo Mehl brauche. Das muss ich immer noch dazu sagen. Wir verkaufen halt Spaß. Und mit jedem Karton, den du aufmachst und es ist was Geiles drin, ist das keine Arbeitsbelastung in dem Sinn. Ne? Zumindest mal, wenn du die Affinität hast. Wenn du natürlich sagst, ah, ich schraube die nur runter und hauptsache ich verdiene mein Geld, ist das ja auch in Ordnung und legitim. Aber im Großen und Ganzen musst du halt wirklich sagen, ist doch das Entscheidende, dass wir wirklich Spaß verkaufen. Und jeder, der eine Affinität zum Thema Fahrrad hat, wird die Kiste aufmachen, wird sagen, boah, ist aber schon wieder ein geiles Rad. Entwicklung, großes Thema. Ja, wie viele Leute wart ihr denn vor 5 Jahren? Hier am Standort waren wir 4 Angestellte. 4 Angestellte, jetzt? Sind es 9. Also ihr seid sinnvoll gestiegen. Dazwischen gab es ja auch mal eine Zeit, da wurden euch die Räder aus den Händen gerissen. Das ist jetzt nicht mehr so. Trotzdem, ihr seid super aufgestellt, habt ein geniales Betriebsergebnis also erzielt. Die Rücklagen hast du natürlich in irgendwelche Sportwagen investiert, nehme ich an, oder? Klar, in 5 Stück. Nein, laufend. Also, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir sind in einer Zeit, wo natürlich gerade das Thema Arbeitgeberwechsel eine ganz große Rolle spielt. Ne? Gerade in der Pandemie oder Ähnliches musste ich wechseln, weil es in der Branche nicht mehr lief. Ich musste mir was anderes suchen. Für mich war es von Anfang an wichtig, als Selbstständiger, als Verantwortlicher für Personal, für Gehälter, zum einen, dass das Geld pünktlich da ist und zum anderen halt auch Rücklagen zu bilden für genau diese Zeiten. Wir sind in die Corona-Zeit gegangen, da wussten wir gar nicht, was passiert. Zum Glück mussten wir keine Kurzarbeit überhaupt starten. Aber dennoch hatte ich auch meinen Mitarbeitern dann zugesagt gehabt, dass wir einen 100%igen Ausgleich schaffen, weil als Kurzarbeitergeld gehst du halt nicht mit 100% nach Hause. Und das ist für mich wichtig. Also wirklich pünktlich. Ich habe Hauptverdiener mit im Team. Also nochmal, es war dasselbe Netto am Konto? Ja. Okay, das war, glaube ich, ganz wichtig, weil viele rechnen ja fest mit dem Geld, haben vielleicht Finanzierung dabei. Wenn ich jetzt richtig gut bin, sehe jetzt das Video, und habe Erfahrung mit Rädern, dann gibt es ja, klar, du kannst jetzt einen unbefristeten Arbeitsvertrag machen, aber es gibt ja noch eine Probezeit. Und wenn derjenige, wie geht man denn damit um, wenn jetzt einer wechselt, war vielleicht schon 10 Jahre beim letzten Arbeitgeber und will dann wechseln, geht aber hin und verhandelt mit dir und sagt, naja, was können wir über das Thema Probezeit reden, ich brauche die Sicherheit, man kann über alles reden? Prinzipiell kann man über alles reden. Ne? Natürlich ist ja die Probezeit nicht nur für uns gut, sondern auch für denjenigen auf der anderen Seite halt irgendwo. Klar, ich sage jetzt mal, die meisten Einstellungen, die ich in den vergangenen Monaten gemacht habe, sind alle aus Lohn und Brot. Und dann geht derjenige natürlich das größte Risiko ein. Er war nicht arbeitslos. Ne? Wenn er kündigt, ist der Job halt weg. Und klar, manch einer wird sagen, mal Gott sei Dank, der kommt nochmal zurück. Anderer wird sagen, du kannst mich mal, dich nehme ich im Leben nicht mehr, hast mich da hängen lassen. Aber nochmal, für mich, ich weiß damit umzugehen. Ich habe genügend, die aus der gleichen Branche kommen. Wir haben aber auch viele Quereinsteiger, also gerade Automotive oder sonst irgendwas. Kann ja auch Motorradmechaniker sein. Es gibt viele Punkte, die beim Fahrrad... Also Quereinsteiger geht. Wenn ich Techniker bin, auch, bin technisch sehr begabt, schraube eh schon seit 10 Jahren an Fahrrädern, dann bin ich für den Job geeignet. Ja, klar. Wenn du weißt, wie das in sich funktioniert, klar, es gibt immer Neuerungen. Auch, wir hatten das eben besprochen, neue AXS, die wird nochmal anders montiert. Auch da müssen wir uns ja als erfahrene Techniker noch mal reinhängen und sagen, okay, was ist der Unterschied? Das heißt, Schulung spielt eine ganz große Rolle. Gerade die Werkstatt, aber auch der Verkauf geht auf regelmäßige Schulungen. Und das ist dann nicht nur Bosch Standard, sondern wir haben individuelle Schulungsprogramme, die wir dann schlussendlich halt auch anbieten. Also es kommt immer ganz drauf an, wo jemand halt auch hin will. Du hast vom, ich will abarbeiten und will am Ende des Monats mein Geld haben, bis hin, ich will mich im Job verwirklichen und es soll mir Spaß machen und ja. So, wenn ihr jetzt heute Morgen kein Geld mehr verdienen würdet, hättest du Kapital, um die Mitarbeiter ein paar Monate weiter zu bezahlen, auch wenn gar keine Einnahmen mehr kommen? Das hatten wir ja schon vor 2 Jahren. Hast du, und, ja. Ja, das habe ich, weil das ist ja das, wenn ich das in den letzten 10 Jahren nicht erwirtschaftet habe. Dann, du bist nicht auf Kante genäht. Nee, dann hätte ich ja irgendwas falsch gemacht. Oh, die Fahrräder, die hier sind, sind die alle an die Bank verpfändet fest? Nein, wir zahlen sofort. Okay, das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Du bist seit ewigen Zeiten dran. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist eine Investition,
die du über ein Jahr hinweg getätigt hast, ist der Online-Shop. Das hat viel Geld gekostet, viele probieren sich da. Du bist Online-Shop-Profi, machst das Ganze über 10 Jahre schon lange bevor es die Pandemie gab und alle auf Online gezählt haben. Und das hat dir wirklich unglaublich viel Kapital gebracht, nämlich dann, wo jeder online kaufen, nur noch online kaufen konnte. Und das ist auch ein Thema. Das heißt, manchmal sehe ich die Kunden nicht, richtig? Ja, das ist richtig, aber auch das ist interessant. In der Pandemie haben wir gelernt gehabt, dass unsere Werkstatt systemrelevant ist. Das heißt also, selbst wenn wir eine nächste Pandemie oder einen Lockdown oder sonst was. Alles war zu, die Werkstatt war offen. Die Werkstatt war offen. Das heißt, es ist in dem Sinn ein sicherer Arbeitsplatz halt auch. Ne? Und das darf man einfach nicht vergessen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch einen hohen Anspruch. Es sind sehr technische Produkte. Wir haben Preislagen, wo der Kunde halt auch viel erwartet. Und dem müssen wir natürlich halt auch irgendwo gerecht werden. So, die Bundesregierung bekämpft E-Bikes massiv. Könnte es sein, dass die bald abgeschafft werden? Mit Sicherheit nicht. Ganz im Gegenteil, sondern sie fördert E-Bikes. Ja. Elektromobilität ist in aller Munde. Es ist ein sehr sparsames Fahrzeug. Also mit ca. 30 Cent kann ich eine Akkuladung füllen, im schlimmsten Fall. Das ist ein Riesenhype. Denkst du, der reißt irgendwann mal ab? Also wenn wir mal, ich gucke ja auch ein bisschen weiter, ich sehe mein Unternehmen nicht nur in einem Jahr, sondern auch in 5 oder in 10 Jahren und dementsprechend glaube ich, dass das Thema Fahrrad oder auch E-Mobilität eher mehr zunimmt, durch natürlich das Umweltbewusste irgendwo, ne? Weniger Verbrennungsmotoren etc., du brauchst natürlich Alternativen, zum anderen ist es immer noch ein Sportgerät, das heißt also das klassische Fahrrad wird als Sportgerät verwendet, auch weiterhin. Und zum Dritten muss man sagen, das Thema Leasing pusht diesen Markt. Was ist das Leasing? Da gehen wir nochmal drauf ein. Der Staat fördert den Kauf von E-Bikes oder von Fahrrädern. Und das kann ich vom Bruttolohn, kriege ich es abgezogen, muss es nicht direkt bezahlen im Laden und zahle nur den Abzug, praktisch das, was es mich netto kostet. Dadurch spare ich viel Geld. Warum macht die Bundesregierung das? Na ja gut, weil wir natürlich auch froh sind, dass das Thema Fahrrad halt auch mal mit gefördert wird. Ne? Also in dem Sinn ist es ja ein Dienstwagen-Leasing, nur auf Fahrradbasis. Das Fahrrad wird gleichgestellt dem Kfz so gesehen, nur mit dem Unterschied, dass du über die Lohngeldumwandlung halt bis zu 40% auch sparen kannst. Auch das nennt sich dann Benefit. Das ist ja auch was, wo, sage ich mal, Mitarbeiter sagen, okay, ich bekomme das gleiche Geld. Aber bietest du es an für deine eigenen? Biete ich auch für meine Mitarbeiter an. Ach, ihr dürft das. Fahrradhändler dürfen auch Fahrräder an Fahrradmitarbeiter. Natürlich gibt es deutlich vergünstigte Einkaufskonditionen. Das macht es ja dann auch interessant. Das gilt ja nicht nur für das Thema Fahrrad. Wir haben Marken, die sind im Ski, im Sport, in vielen Bereichen unterwegs. Und deswegen ist es halt ja auch so interessant, auch dort vielleicht Alternativprodukte zu haben. Weil ansonsten Arbeitsbekleidung stellen wir schlussendlich halt dann auch. Ne? Also ich will ja schon, dass mein Team auch einheitlich unterwegs ist. Und, Werkzeug, habe ich ein eigenes Werkzeug? Ja, das eigene Werkzeug. So, eigenes Werkzeug. Das habe ich einen kostenlosen Parkplatz? Ja, jede Menge vor der Tür. So, die kosten nichts. Aber du kannst auch mit dem Rad kommen, du kannst hier duschen, also alles kein Problem. Ihr seid direkt an der Bundesstraße, das ist also auch ein Thema. Also ich versuche gerade so ein bisschen, die Pros so ein bisschen zu finden, weil in dem Bereich sind noch viele Männer unterwegs. Die Frauen gucken vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht sind da Kinder zu Hause. Wie ist denn das, mein Kind ist krank? Die Frau ist vielleicht auch noch krank. Das passiert dann. Du hast selber Kinder, wie geht ihr damit um? Im Endeffekt ist es dann halt so, wir können es ja nicht ändern. Du kannst ja dein Kind auch nicht alleine zu Hause lassen. Das funktioniert ja einfach nicht. Natürlich, klar, auch wenn du jetzt, sage ich mal, Familienvater bist, hat sowas natürlich auch Vorrang in der Ferienzeit, weil du bist an die Ferien gebunden. So, das Kind soll in den Ferien krank werden. Das Kind, genau. Nein, das jetzt nicht, aber ich meine einfach dort mit, gerade in den Ferien ist ja die einzige Zeit, die du Urlaub machen kannst. Und da will ja irgendwo da jeder. Kann ich anmelden und kann sagen. Und dann haben ja auch die Vorrang, die im Endeffekt natürlich dann halt auch mit Kind unterwegs sind. Aber ich finde immer, es ist eine Einigung auch des gesamten Teams irgendwo. Wir besprechen das frühzeitig halt auch, wie das abzulaufen hat oder wer wann macht. Der eine gibt mal an dem Wochenende und der andere nimmt halt an dem anderen Wochenende. Also ich denke da insbesondere an zum Beispiel Lkw-Fahrer, die technisch sehr versiert sind, schrauben können, ja, die aber keinen Bock mehr haben auf Fernverkehr oder Nahverkehr, die einfach sagen, ich suche einen coolen Job, wo ich meine Technik laune, die vielleicht eine Werkstatt unten haben. Im Saarland wird ja auch viel geschraubt, gebastelt, getan und die wirklich handwerklich gut sind, also mit ein bisschen Anlernen, da geht es um Schrauben, da geht es um, also ich zeige das mal gerade, was ist so typisch zum Beispiel hier bei so einem E-Bike, was wird da gerne mal gemacht?
Na gut, wenn es ein Neurad ist, muss das ganze Fahrrad natürlich komplett einstellen. Bremsanlage, Schaltung muss justiert werden, die Komponenten müssen richtig eingestellt werden. Das ist natürlich ganz entscheidend. Bei der Reparatur wird es natürlich schon noch ein bisschen umfangreicher, weil da hast du ja Probleme, die nicht unbedingt Standard sind, wo du wirklich auch eine gewisse Expertise mitbringen kannst. Gerade als Quereinsteiger ist das dann halt auch immer eine super Geschichte, weil die nochmal einen anderen Denkansatz dann vielleicht auch haben. Ne? Zum Beispiel ein Schlosser oder sowas, der denkt ganz anders wie der klassische Mechaniker im Kfz oder im Fahrradhandel. Und dann ist es die Mischung, die es im Endeffekt halt auch ausmacht. Das heißt, wir haben in der Werkstatt viele Themen, die wir gemeinsam halt auch lösen. Wo kommt das Knarzen her des Rades? Ne? Da hat jeder eine Idee, jeder fährt mal mit und schlussendlich kommt man schneller auf das Gesamtergebnis nach halt auch. Es sind viele Leute, die sind auf ihr Fahrrad angewiesen, weil die das geil finden, damit Sport zu machen. Ich sag mal, viele fahren auch damit zur Arbeit, aber die meisten lieben ihr Fahrrad, das ist ein Sportgerät. Die sind da in der Natur, ja. Und wenn die da, ich sag mal, viele können auch selber schrauben, also die haben nur keine Lust drauf, die wollen das quasi abgeben wie ein Auto, wollen es anschließend perfekt zurückhaben. Das heißt, das macht euren Mitarbeitern Spaß in die lachenden Augen. Muss ich auch schon mal ein Fahrrad reinigen? Das kommt selten vor. Also wir sind ja eine Werkstatt und kein Reinigungsservice. Ne? Aber wie kommen die Fahrräder total versaut? Wenn es versaut ist, dann muss man dem Kunden einfach sagen, okay, wir müssen es einfach reinigen, bevor es losgeht. Und dann wird es mit dem Dampfstrahler mal sauber gemacht. Dann ist es auch in Ordnung. Aber es ist nicht die Kernaufgabe. Ne? Also, ich muss auch keinen wahrscheinlich im glücklichen Fall haben wir noch einen Praktikanten, der das macht. Ich muss jetzt auch nicht den Kaffee kochen für andere. Also das heißt, ich will jetzt nicht über das Gehalt sprechen, das ist natürlich Verhandlungssache, ganz klar. Also es hängt auch des Wissens und der Erfahrung, das kann man so pauschal einfach nicht sagen. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und er ist 20 Jahre lang schon in der Branche tätig, ist das was anderes, wie wenn er sagt, ja, ich bin Schlosser und habe mir mal gedacht, ich könnte jetzt Fahrräder schrauben. Also auch da nochmal ganz wichtig, wir brauchen Leute, die schon ein bisschen was am Fahrrad halt auch können. Ne? Und nicht, ja, ich fahre selber Fahrrad und ich weiß, wie ein Schraubenzieher aussieht. Das heißt auch mal eine Narbe mal tauschen. Das reicht halt einfach nicht aus. Das einspannen muss. Gleich vorneweg. Ne? Einspannen selber, speichen? Aufwand einspeichen. Ja. Naja gut, ist im Endeffekt dann schon die höhere Kunst. Wenn man das kann, ist es super, aber es kommt bei uns in der Werkstatt selten vor. Okay. So, ihr habt coole Fahrräder, coole Marken. Cube habt ihr, sehr beliebt. Dann habt ihr Scott, also große Marke, die da ist. Und du sagst, also ich kriege auch ein Fahrrad günstig hier, wenn ich hier arbeite. Ja, nicht nur das Fahrrad, auch alles, was da drumherum gehört. Ne? Wie eben schon gesagt, wir haben Marken, die sind in vielen verschiedenen Sportarten unterwegs. Von selbst zum Teil klassischer, normaler Bekleidung, die unter dem Dach ist, hast du gute Möglichkeiten, günstig an solche Produkte zu kommen. Natürlich ist es natürlich auch der Spaß an der Arbeit, weil wenn du fahrradaffin bist, dann ist es keine Belastung oder kein Job, den du abarbeiten musst. Und das sehe ich ja auch an meinen Mitarbeitern irgendwo. Und wichtig ist halt auch, für sich gewisse Werte halt auch zu haben und auch zu denen zu stehen. Das ist halt auch ganz wichtig, die Persönlichkeit mit reinzubringen, dass es halt auch im Gesamten passt. Also es muss immer produktiv natürlich halt auch sein. Also wir brauchen keinen Choleriker oder sowas. Schade, wo du doch einer... Nee, das haben wir schon geklärt. So, heute haben wir den 22. März. Wir kennen uns schon ein paar Jahre. Also ich kann dir sagen, ja, wir drehen ja mal zusammen. Du bist ein ruhiger Typ. Also oft geht ja zwar irgendwas auf den Senkel, aber dann wird das dann nochmal besprochen. Das war nicht immer so. Ich glaube, vor 15 Jahren, der Nico, war ein bisschen anders, oder? Ja, mit Sicherheit wahrscheinlich noch ruhiger, aber im Endeffekt ist es mit 30 Mitarbeitern ja auch so, dass du auch ein bisschen Schwung in die Bude halt reinbringen musst manchmal. Ne? Aber auch deswegen ist es einfach so, für mich ist es wichtig, dass das gesamte Team halt mitgeholt wird, dass es weiß, wo das Unternehmen natürlich irgendwo halt auch steht und wo die Reise halt auch hingeht. Also auch das ist... Achso, du sagst den Leuten das auch, wo die Reise hingeht. Im Bewerbungsgespräch schon ein entscheidendes Thema, wo geht es halt einfach hin, weil nur, dass ich sage, wir schrauben ein bisschen, aber was ist auch die Voraussetzung dort dafür? Ne? Also wenn man sagt, ich kann schrauben, aber es kommen am Ende des Tages nur zwei Neuräder in der Montage hin, sage ich, das reicht halt nicht. Das ist noch schlechter wie Praktikantenniveau. So, deine Frau hat das Chaos in deinem Laden gesehen und hat gesagt, hier fange ich niemals im Leben an. So war es doch, oder? So, die war heute Morgen noch da. Die arbeitet auch hier? Ja, die arbeitet auch dreimal die Woche hier. Ja, genau. Ansonsten ist die... Ja, genau, ihr habt ja auch zwei Kids. Das heißt, ein echtes Familienunternehmen. Du hast auch nicht vor, das morgen zu verkaufen an die große Gruppe oder... Nee, hängt vom Angebot ab. Gegenteil. Gut, das wäre vielleicht noch ein Punkt, aber nee, dann ist ja die Frage, was mache ich dann? Also von daher macht mir das einfach noch zu sehr Spaß. So, du hast auch nicht Bock, noch 17 Filialen morgen zu eröffnen?
Vielleicht. Vielleicht morgen nicht. Vielleicht morgen nicht. Aber es ist jetzt so, ich meine, wir filmen ja schon ein paar Jahre. Also ist, glaube ich, allen Leuten ganz wichtig, dass, wenn sie hier in St. Wendel sind, eine Zukunft haben. Ihr seid im schönen Gewerbegebiet. Da ist die Shell-Tankstelle. Spätestens jetzt werden also alle, die sich ein bisschen hier auskennen, wissen, wo es ist. Und ja, also wenn ihr Lust habt. Also letzte Frage. Ich bin jetzt in Lohn und Brot. Bin da schon lange. Und was heißt, wenn ich schon lange da bin, dann habe ich eine lange Kündigungsfrist. Jetzt will ich auch die einhalten, weil ich habe lange gut gedient, ich bin da sauber und so weiter. Suchst du morgen jemand? Prinzipiell suchen wir sofort jemanden, ne? Weil wir sind auf Wachstum ausgelegt gehabt. Das heißt, wir müssen einfach mehr Leute einstellen halt irgendwo. Jetzt kann ich aber nicht früher. Dann kommt es immer auf die Qualifikation halt auch drauf an. Also ruhig bewerben. Einen guten Mann heißt ja nicht, dass, wenn ich jetzt vielleicht heute einen finde, dass er, wenn er der Zweite oder der Dritte ist und sagt, ich kann aber erst in 6 Monaten, dann ist er vielleicht in 6 Monaten sogar interessant. Dann sage ich, okay, dann können wir das erst in 6 Monaten machen. Er muss aber jetzt die Entscheidung treffen, damit er kündigen kann. Ja, die muss er natürlich irgendwann sowieso mal treffen. Ne? Aber es ist immer, sage ich mal, wir werden das nicht im Vorstellungsgespräch oder direkt besprechen. Ich bin immer noch der Freund, auch mal eine Nacht drüber zu schlafen, sich Gedanken zu machen. Ich weiß, wie schwierig es ist, wenn du lange in einem Betrieb warst. Dann kann ich mir vorstellen, dass die Kündigung nicht ganz so einfach ist. Oder man die Kündigung hinlegt, sagt, da Chef, 20 Jahre sind vorbei, hier hast du die Kündigung, tschüss, ich gehe. So wird es sicherlich nicht ablaufen. Auch die Erfahrung habe ich schon von anderen Bewerbern, die gedacht haben, das mache ich easy going, gehe zum Chef und lege die dem dorthin. Und dann war es doch ganz anders. Also demnach ist es für uns halt einfach ganz, ganz wichtig. Der Zeitpunkt ja, aber ich suche jetzt vielleicht nicht nur einen Mechaniker, sondern vielleicht suche ich noch einen Mechaniker. Und das ergibt sich immer. Also es ist immer. Du bist. Unwaage, das finde ich gut. Letzte Frage, was wollte ich noch fragen? So, jetzt habe ich das. Wo die Werbung hingehen soll vielleicht. Genau, ganz wichtig. Jetzt ist ja Saarland ein Dorf. Jeder kennt jeden, behauptet man. Zumindest mal in der Fahrradbranche kennst du auch Kollegen. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Jetzt bin ich bekannt. So, ich bin ein guter Schrauber, mach das. Wie gesagt, immer wieder männlich, weiblich, divers. Und jetzt will ich aber hier nicht die schriftliche Bewerbung mit dem Bild, da könnte ich es ja gleich im Wochenspiegel schreiben, ja, kann ich das diskret abwickeln? Zum Beispiel, dass ich eine Mail schreibe, die nicht an info@ jeder Praktikant liest. Die Bewerbungen gehen immer an bewerbung@wecycle.de, Wecycle in einem Wort geschrieben, wir blenden es auch nochmal ein. Wir blenden nicht, aber wenn ich gerade mal umdrehe, dann haben wir es eingeblendet. Also bitte keine Pause dazwischen machen. In die Notizen mit rein. Genau, also Wecycle in einem durchgeschrieben.de, info@wecycle.de. Genau. Nicht Info, Bewerbung. Bewerbung. Bewerbung@recycle.de. Bei Info hättest du das Problem, dass sie dann alle von allen gelesen wird. Scherz. Also Bewerbung@recycle.de. Genau. Und diese E-Mails kommen direkt an meinen Account und werden auch nur von mir gelesen. Nur von dir? Ja. Nicht von deiner. Von meiner Frau vielleicht noch. Okay. Also, aber in dem Sinne nur in zweiter Instanz. Also, ich glaube, das Ganze. Und du versprichst, wenn. Also, A, wirst du niemals mit dem alten Arbeitgeber darüber reden oder der alten Arbeitgeberin. Das ist ganz wichtig, weil es könnte ja sein, es kommt nicht zustande. Das ist ja, wäre ein blöder Vertrauensverlust. Also, du wirst ja nicht anrufen, den alten Arbeitgeber und sagen: Hier, der Toni, was war denn so schlecht an dem? 13 Jahre bei dir, wieso willst du ihn nicht behalten? Also, das kann ich garantieren, das mache ich sowieso nicht, weil egal was ja ist, es wird ja immer irgendwas sein, was schlecht an der Person ist. Entweder wird er von anderen schlecht gesprochen oder ähnlich. Ich mache mir immer gern selber ein Bild von der Person und schätze sie selber. Also rufst nicht den alten Arbeitgeber. Nein, weil dann werde ich ja wieder manipuliert und beeinflusst. Auch nicht die Frau. Sagen. Nee, die Frauen auch nicht. Gut, die Frauen entscheiden ja nachher mit, ob er. Es sei denn, der Arbeitnehmer sagt ausdrücklich, den kannst du ruhig anrufen. Kann ja sein, der kommt von einem ganz anderen Job und keine Ahnung. So sollte es so sein. Aber ansonsten niemals. Und natürlich Daten DSGVO. Und das heißt, ihr vernichtet natürlich auch die Bewerbungsunterlagen nach einer Zeit X. Genau. Das ist alles klar. Also Techniker gesucht, hier ist es. Das Ganze in der Ausführung männlich, weiblich, divers. Heute ist der 22. März 2023. Bewerbung, nicht Info, sondern at recycle.de. Jetzt haben wir alle verwirrt, komm, wir zeigen es nochmal. bewerbung@recycle.de. Der Name ist Nico Ockenfels. Ansonsten einfach mal googeln, bewerbung@recycle.de. Da kommt das, glaube ich. Weil auch gar nicht kompliziert. Ich brauche keinen strengen Lebenslauf mit zig Zeugnissen hinten dran. Ganz locker das Thema angehen, eine lockere E-Mail schreiben, nicht irgendwie denken, ich muss hier
mindestens eine ganze Seite oder so. Also zum Beispiel, hallo Nico, ich bin Techniker. Hab ein Video gesehen, wäre der passende Kandidat für die Stelle. Vielleicht dann wenigstens mal noch ein Lebenslauf wäre schon wichtig, dass ich halt ein paar Parameter irgendwo halt ab. Aber locker. Ja, aber ich entscheide. Lass mich dein Herzblatt sein. Alter oder Geschlecht oder Ähnlichem, das ist nicht das Kriterium, weswegen ich einstelle, sondern wegen der Qualifikation. So, gut, ich habe keine Fragen mehr. Also da ist es, ich frage dich jetzt nicht, ob ich als Frau weniger verdiene. Nein, Frauen spielen doch keine Rolle. Ist bloß so, das ist im Moment noch eine Männerdomäne, so ein bisschen, oder? Ja, leider muss ich fast so ein bisschen sagen. Ne? Auch wenn ich meine Frau hier mit reingebracht habe. Wir sind jetzt, zum Glück haben wir jetzt in St. Wendel eine Frau im Verkauf mit tätig. Und wir haben jetzt hier jemanden eingestellt im Verkauf, die weiblich ist. Wir haben ja letztes Mal auch eine Stellenanzeige gemacht für den Verkauf, für den Vertrieb. Und das lief eigentlich sehr, sehr gut. Und ich hatte so viele Frauen, wir haben es ja bewusst auch genannt gehabt, wie noch nie als Bewerbung. Und deswegen auch hier Mechanikerinnen oder ähnlich divers, gar kein Thema. Vollzeit suchst du ja. Ja, Vollzeit. Stunden, Stundenbohr, 40? 40. 40 Stunden. Also, ihr müsst jeden Samstag arbeiten, ihr kommt nie nach Hause, ihr habt alles gelernt. Guckt da mal rein, aber ich denke, ruft am besten mal an, also wenn ihr da Lust drauf habt. Und auch gerne Quereinsteiger. Also ist ganz klar, wenn jemand technisch begabt ist, sowieso an Fahrrädern schraubt, das Ganze auch vielleicht vom Hobby zum Beruf machen möchte, sich vielleicht auch ein bisschen mit Computern auskennen, sind ja auch viele, dann klingt das Ganze schon ganz gut. Vielen Dank fürs Einschalten. Nico Ockenfels, bewerbung@recycle.de. Ich schreibe es aber nochmal in die Videobeschreibung rein. Aber liebe Fernsehzuschauer von Saarland Fernsehen 1, ihr habt ja keine Beschreibung und deswegen bitte noch einmal umdrehen. Ja, ich weiß. recycle.de. Bleib so. Danke fürs Einschalten.